den Städten fällt eine sehr große Bedeutung zu, weil immer mehr Menschen dort leben und ihr Leben gestalten. The basic thing that cities must do is to play to their strengths. And the strengths of our cities are the diversity of the people who live within them. Die Städte und gerade auch die Bürgermeister, die Verwaltung sind am nächsten an ihren Bürgern dran, sehen am intensivsten auch die Probleme, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen. Man muss vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern reden, ihnen zuhören, auf ihre Probleme eingehen. Und man muss auch handlungsfähig sein. Es genügt nicht nur zu reden, es muss auch was geschehen. That cities that do invest in culture, and in sports and in education are doing better economically, socially, but also in safety. Und die Städte müssen sich Programme überlegen und müssen vor allen Dingen zusammenarbeiten, weil wir diese Probleme nur gemeinsam bewältigen können. Cities can solve problems that member states cannot solve. We see it on the field of climate. We see it when it becomes to the asylum seekers and refugees. It's the cities who gives always the answer and who find the solutions for all the problems. So my wish for 2025 is firstly that Europe shows the rest of the world how cities can be sustainable using culture as a tool. Citizens for me are the center of, must be the center of Europe, not the states. Wenn Bürger sich ernst genommen fühlen und einbezogen werden, dann glaube ich, kann man viele der entstehenden Konflikte besser lösen als bisher. The cities should emphasize the fact that everybody should have an equal opportunity, equal life opportunities. Go away from the old solutions, find new ones, for example, fight segregation, learn, live together in the same neighborhoods, in the same schools, in the same sport clubs. People from all kinds of background come together, and then this is the beginning of knowing each other and loving each other. And that's the reason why I dream of the fact that Europe will be the Europe of the people and will be a Europe of the culture too. Wenn wir ein solches Europa gestalten können, wo mit einer großen Freizügigkeit wir zwischen den verschiedenen Nationen arbeiten, leben, reisen können, dann wäre es mein Ort.